Hallo? Warum liegt die denn hier so rum? Ach so, Heroin, ja, könnte eine Drogenabhängige sein. Hier ist eine schöne Weste. Ich glaube, die bringt mir noch gar nichts, weil ich noch nicht verletzt wurde. Hier haben wir wieder eine Trench. Die Fahrzeuge drin. Das Das ist gar nicht gut. muss ich mal gucken. Ich glaube, er hat mich gehört. Aber wo geht er hin? Ich glaube, er geht jetzt hier um die Ecke. Ich muss schleichen. Deshalb hat er mich gehört. Ich stehe hier so ran. Ich glaube, jetzt kommt er hier rein und dann können wir ihn gleich einmal umnocken. Das hat sehr gut funktioniert. Besser hätte ich das auch nicht machen können. So, jetzt müssen wir schauen. Faul. Erinnert mich ein bisschen an das Adlerauge aus Assassin's Creed, aber weiß gar nicht, ob das Studio von Mafia 3 überhaupt irgendwann mal irgendwie in irgendeiner Art und Weise an Assassin's Creed beteiligt war. Ich gehe persönlich mal gerade nicht davon aus. Schade, ist Heroin zerstören. Da haben wir zwei Leute. Weißt du was? Du solltest es machen wie ich und dem Puff zum Schuss kommen. Scheiße, wäre wohl billiger gewesen. Na klar, wenn Doreen das spitz gekriegt hätte, hätte sie mir die Eier abgeschnitten. Interessantes Gespräch, was die beiden da gerade geführt haben. Aber ja, funktioniert. So. Habe ich die beiden schon aus dem Weg geräumt? Waffenschrank, haben wir da drüben noch Leute? Nee, ich glaube nicht. Ah, hier ist das Heroin. Kommen wir hier irgendwie vielleicht rein? Das Fenster. Hier auch nicht. Nee, hier kommen wir nicht rein. Entweder durch den Haupteingang. Oder ich weiß nicht, ob man über das Dach kommt. Zumindest ist hier eine Leiter. Ich kann damit leider so einen Ticken hoch. Nee, ich glaube nicht, dass wir hier übers Dach reinkommen. Einer deiner Unterbosse hat zum ersten Mal einen Kickback für dich erwirtschaftet. Verfügbare Kickbacks werden immer auf der Karte angezeigt, gleich neben dem Symbol für den Unterschlupf des Unterbosses. Du erhältst einen Anteil der Einnahmen deiner Unterbosse, weise ihnen Geschäfte und Bezirke zu oder verschone informanten Bosse für mehr Kickback. Die Loyalität deiner Bosse bestimmt den Kickback und ändert sich mit Verteilung von Geschäften und Bezirken. Haben wir den überhaupt schon irgendeinen Unterboss oder ist Cassandra da unser erster Unterboss? Ich dachte, Cassandra wäre da die Anführerin von der Haitianer-Mafia. Oder sind die uns jetzt irgendwie unterstellt, dass wir mit denen zusammenarbeiten? Ich gehe da einfach mal davon aus, gerade, dass die Haitianer-Gang die erste Gang ist, die uns unterstellt ist. Und dass Cassandra dann quasi unser Unterboss ist. Wer ist das da drüben? Ach du Kacke. Hm, hab mich gesehen und hat eine Waffe in der Hand, oder? Nö. Ah, aber hier stehen diverse Leute. Wenn ich jetzt anfange rumzuballern, wird laut. Hier ist eine Scharfschützenposition. Warum ist hier eine Scharfschützenposition? Er kommt die Leiter hoch. Er kommt die Leiter hoch. Kann man gerade wunderbar an der Minimap sehen. Da ist er. Jetzt warte ich einfach ruhig. Und zack. Bitte schon mal losgeworden. Ich glaube, es ist noch relativ leichtes für mich, hier vorne reinzukommen. Schaut nicht so aus, als wäre hier großartig jemand. Ah, nö. Das war die falsche Richtung. Können wir einfach die Tür aufmachen.
Hier ist nichts los. Nehmen wir kurz so eine Spritze. Ich kann den gar. Nee, wir müssen nochmal eine Spritze. Tee ist Pfeifen. Tee war noch zu spritzen, dem vorher. Spritzen nehmen, Spritzen nehmen. Kann aber was sein könnte. Ich weiß es jetzt nicht. Und das ist vielleicht eine Nummer. 3, 4, 5. Nö, keine Ahnung. Egal, nehmen wir halt keine Spritze. Ich bin gerade auf der Phase nachgucken. Ja, mal dafür, dass wir hier reingehen. Zack. Und zack. Oh, hoppala. Guten Tag. Sonderziele sind Mitarbeiter und Einnahmenquellen eines Geschäftes. Eliminiere sie, um diesen Geschäften zu schaden. Solche Sonderziele werden auf deiner Karte mit dem Symbol ihres Geschäfts markiert. Jedes Sonderziel besitzt Informationen über seinen Schwierigkeitsgrad. Den Schaden, den du mit dem... den Schaden, den du mit ihm dem Geschäft zufügen kannst und deine finanzielle Belohnung. Schau dir das Ziel auf dem Plan an und wege bei deinem Angriffsplan erst Risiko und Nutzen gegeneinander ab. Warum laufen die hier nackt rum? Aus dem Weg. Entschuldigen Sie bitte. Was? Soll ich hier schießen oder was? Aber nee, das sind ja unsere Freunde. Nur noch Bekloppte auf der Straße. Okay. Da oben steht, einer. Ist er denn der Einzige? Nee, ich mach erstmal den Typen kaputt. Achtung! Ja, selber schuld. Was soll das denn? Verzeihung. Oh, überhaupt nicht auffällig, wenn die plötzlich alle rausrennen. Das hat ja gut funktioniert. Jetzt wurden die beiden hier erschossen. Was soll das? Ernsthaft. Ja, gut funktioniert. Irgendwie habe ich da noch nicht ganz so drauf, wie das genette. Ups. Warte mal, lebt der immer noch? Naja. Der hat halt meinen ganzen Plan kaputt gemacht, das fand ich nicht gut. Musste ich mich rächen. Hier sind wir soweit durch. Ich sag einfach mal, dass wir hier durch sind. Lass mal weg, weil ich weiß gar nicht, wo unser Auto geparkt ist. Irgendwo da hinten, oder? Ich muss irgendwo noch Geld zu holen. Also noch kurz zurück. Geld regiert die Welt, Geld können wir mal gebrauchen. Ups, was war das denn? Geld. Geld. Dankeschön. Gut, da steht unser Auto. Wunderbar. Ich muss auch echt mal sagen, erstens, Reifenquietsche. Nervt mich irgendwie immer mehr. Schon irgendwie ziemlich laut und auch ein bisschen übertrieben, dass bei jedem Anfahren gleich die Reifen so mega laut sind. Hier gibt es irgendein Collectible. Aus dem Weg. Hier drin wahrscheinlich. Die Tür knacken. So.
Zack. Ha? Eingesammelt. Der hat irgendein krummes Ding vor. Nein, habe ich nicht. Also, was habe ich gesagt? Reifenquietschen ist mega laut. Manchmal ein bisschen unnötig. Und die KI hat mich bislang noch nicht wirklich überzeugt. Also manchmal stellt sich die KI ziemlich doof an. Mehr als so ein bisschen. Also ziemlich doof sogar. Das gefällt mir noch nicht so ganz. Hier kann ich auch was einsammeln. Da möchte ich auch mal kurz rein. Zack. Ich möchte hier gerne alles zeigen. Und wenn ich dann hier irgendwelche Sachen sammeln kann, möchte ich das ganz gerne machen. Ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie in der verbotenen Zone ist oder so, wo ich bin. Sieht aus wie eine Autowerkstatt. Hier habe ich einen Exit, hier habe ich die Tür. Da gehe ich, glaube ich, rein. Servus, guten Tag. Dann war der Mittagspause. Hinten kann ich einen Hot Rod sammeln. Was ist denn ein Hot Rod? Ein Magazin, okay. So, da la. Wie kommen wir denn am einfachsten wieder zu meinem Auto? Da oben auf jeden Fall nicht. Muss ich wieder unten durchlaufen, alles klar. Ja, zurück zur KI. Also die KI in Mafia 2 hat mir irgendwie besser gefallen. Die war nicht ganz so doof. Die haben auch manchmal schon halbwegs fallen gestellt, könnte man sagen. Und hat einen echt manchmal echt richtig gemein ins Messer laufen lassen. Aber hier bislang eben gerade zum Beispiel der Typ, während ich den anderen da fertig gemacht habe, ist er dann erstmal an mir vorbeigelaufen. Und als ich dann mit dem Finisher bei dem anderen fertig war, hat er mich dann erst erschossen. Das war halt schon ein bisschen merkwürdig. Hätte man bestimmt irgendwie besser lösen können. Ich weiß nicht, ob das irgendwie auch vom Schwierigkeitsgrad liegt, den ich vielleicht eingestellt habe. Hier sind wir nämlich den mittleren Schwierigkeitsgrad. Ups, Entschuldigung. Das wollte ich gar nicht. Ich habe nichts gemacht. Habe ich jetzt ausgerechnet die schwarze geschlagen? Nein. Nein, das ist eine weiße. Hier war ich doch auch schon mal. Ich habe gehört, wir könnten nächstes Jahr schon auf den Mond. Typen von dem Piratensender endlich schaffen. Die miese Ratte geht mir auf die Eier. Von der Bar hier habe ich doch die Kasse ausgeräumt. Du bist am völlig falschen Ort, Junge. Der hatte nicht den Hammer. Zeugen. Zeugen sind unbeteiligt, die zum nächsten Telefon oder Komp rennen, wenn sie dich bei einem Verbrechen beobachten. Schalte Zeugen aus, ohne sie gleich umzubringen, ohne dass dich weitere Zeugen oder gar Polizisten dabei sehen. Jetzt hast du in die Scheiße gegriffen. Na toll. Rutsch rüber, oder ich helf nach. Mann, was soll das? Du wirst mir jetzt was von euren Dope-Deals erzählen. Fahre wie ein Irrer. Wenn du einen Informanten in einem Auto erwischt, musst du wie ein Verrückter fahren, um sie zum Reden zu bringen. Rase herum, fahre auf der falschen Straßenseite, drifte um die Kurven und vollführe Sprünge, um deinen Informanten Angst einzujagen, bis er plaudert. Oh, ich glaube, das kann ich gut. Aber wahrscheinlich nicht mit dem Auto hier. Außer Gott, Vorsicht! Polizei, ich brauche Hilfe! Falls jemand Langeweile hat, wir haben einen Anruf. Da war so ein verfluchter Fahrer, damit ich dir den Arsch aufreißen kann. Sag mir, was ich wissen muss. Das war verdammt. Wenn ich mit dir rede, bin ich doch ein Rassenverräter. Jetzt spuck's aus, verdammte Scheiße. Willst du sterben? Fahr langsamer. Rede mit mir, Arschloch. Der Boss hat Vollstrecker, die im Hollow agieren. Wenn ich dich nochmal sehe, bist du dran. Was war das denn? Ist er jetzt auf ein Auto gesprungen? Oder habe ich ihn rausgeschubst?
Naja. Okay, so funktioniert das auf jeden Fall. Fahren wie ein Irrer. Ich finde, dabei bin ich eigentlich ziemlich gut gefahren. Ups, Entschuldigung. Ich bin wirklich ziemlich gut gefahren, also. Ich muss aber dahin. Alle Einheiten. Verfolgung beendet. Suche abbrechen und streifen ihn wieder auf. Was auch immer da hinten gerade los war, da waren ganz viele rote Punkte auf der Minimap. Minimap ist für mich. Entschuldigung. Minimap. Achso, das ist die Stelle hier. Da war ich davon. Also Minimap ist für mich eigentlich in jedem Spiel ganz wichtig. Ich weiß halt gerne, was um mich rum los ist. Wo irgendwas abgeht sozusagen und ja. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Alter, krass, unser Auto steht hier sogar noch. Damit hätte ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet, weil wir uns spielwelttechnisch ja ziemlich weit vom Auto entfernt haben. Und meistens wird das ja so gehandhabt, dass das Auto dann weggespawnt wird oder dass es dann halt einfach, ja, wie gesagt, weggespawnt ist, dann halt verschwunden ist. Aber so, dass es dann einfach noch da ist, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Das würde mich mal interessieren, wenn wir das mit NPCs machen, wenn wir irgendwo zum Beispiel einen Unfall bauen und der dann mit einem kaputten Auto da steht oder so und wir dann wegfahren. Inwieweit der dann, Entschuldigung. Das ist irgendwie ein unkontrollierter Laut. Nee, es würde mich auf jeden Fall interessieren, wenn der NPC, wenn wir den kaputt machen, ob er dann da stehen bleibt, wo er dann zum Beispiel kaputt gegangen ist, oder ob er dann puff, verschwindet. So, hier sollen wir jemanden töten. Ich lasse mein Auto hier stehen. Ich habe keine Lust, dass es kaputt geht. Was von Mama gehört? Nö, hab ich nicht. Tut mir leid. Das hab ich dir doch schon gesagt. Na, ganz wieder Heroinsüchtiger. Ich habe erst letzte Woche mit ihr geredet. So, und ich lauf mal nicht den direkten Weg, sondern ich gehe mal hier so ein paar Umwege. Jeden Tag dasselbe mit ihr. Sie ist tot und begraben und kommt nicht wieder. Ich glaube, das ist einer von diesen Kästen. Verdammte Bewegung. Krieg ich nie genug. Ach, klar. Verstehe. Aber wenn wir den Vorrat der ganzen Stadt hier rumliegen haben und Jesus persönlich starrt uns an, das macht mich etwas nervös. Mich wirst du nicht los, Junge. Wie waren das? Wir waren bei den Special Forces. Da sieht man ja, wir können ideal Kopfschütze verteilen. Wie mal kurz sieht dieses Trench-Dings aus. Okay. Eieiei. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass der Zaun hier kaputt geht. Nicht schlecht. Gefällt mir. Und? Dann mach schon. Also kleinere Waffe bedeutet normalerweise ja bessere Präzision. Du Scheiße. Das Arschloch hat sich verpisst. Das ist aber nicht, dass er mich in den Typ reingeschossen hat. Auch nicht schlecht. Huh. Nächste ist, hier wurde kein Wachposten animiert. So, hier können wir nochmal reingucken. Schrotflinte, ein bisschen Bargeld. Hier noch irgendwas im kaputt machen. Was haben wir hier noch drin? Nichts Spezielles. Noch mal Bargeld. Draußen haben wir auch noch mal was zum kaputt machen. Ja, wunderbar. Hier haben wir noch mal Geld. Geld nehmen wir gerne mit. Wunderbar. So gehört sich das. Jetzt haben wir da hinten noch eins von diesen elektronischen Ersatzteilen.